So, liebe Leute, weiter geht's heute bei FIFA 21 mit dem Auswärtsspiel in Lübeck. Das ist zumindest das, was da ansteht. Und ja, ich habe, lieber Kollege, ich habe deinen Kommentar gelesen, von wegen, schneid doch mal nur die Highlights rein. Nö, ich mach so, wie ich das Lust habe. Sorry. Warte mal. Ja, da kann ich was. Weiser fällt mir momentan auch nicht so wirklich auf der Seite. Der macht momentan ziemlich viele Fehler. Und deswegen werde ich ihn jetzt mal durch Ludewig ersetzen. Vielleicht auch ein bisschen defensiv, ein bisschen mehr Möglichkeiten zu geben. So. Gut. Damit wir das behalten können. Ja, wir sind momentan Tabellenführer. Nächster Gegner, wie gesagt, ist der VfB Lübeck. Jetzt dürfte der eigentlich, ich glaube, der Tabellenletzte sogar sein. Ich muss mal gerade gucken, wie die Tabelle aussieht. Wir sind jetzt schon straight Richtung Winterpause dabei. Ne, vorletzte ist es. Der Waldorf ist das. Wer ist? Der Letzte. Entschuldigung. Ich möchte nicht unbedingt die ganzen Mannheim, oder einige Mannheims-Fans, die wahrscheinlich auch in der Gruppe irgendwo sind, ich kenne einen sogar, beleidigen. Also, ich sehe das absolut komplett neutral jetzt hier gerade, was die Gegner betrifft. Ich werde hier auch keine Hetze betreiben und alles rum und dran, daher. Möchte ich auch nicht. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruht. Ich weiß, dass einige Fans auch nicht Fan von FC Schalke sind und in den Abstieg natürlich wünschen, klar. Das ist mir durchaus bewusst. Ich habe auch so meine Meinung über andere Fußballvereine, aber die gehören ja nicht rein. Naja, wie du sagst, wir gehen heute gegen den Tabellen 19. aus Lübeck. So, schauen wir mal. Ja, ich denke, so wie die Mannschaft momentan gespielt hat, passt das. So. Bitte beachten Sie die geltende Pfandregelung an unseren Imbissständen. Vermeiden Sie Plastikmüll und bringen Sie Becher zurück, die Sie nicht mehr nutzen. Ja, kurze Ansage vom Stadionsprecher. Man hört es sogar teilweise sogar. Und wir gehen jetzt rein hier in Lübeck. So, ich habe den Spielkommentator uns ausgeschaltet, das war ich das selber ein bisschen versuchen zu machen. Mal gucken. Ja, wie gesagt, heute geht es an Lübeck geraten. Wir wollen natürlich heute den nächsten Sieg holen, um den so einen komfortablen Abschnitt zu holen. Wir sind jetzt momentan schon im Spieltag Nummer 12. Also wie gesagt, es sind nicht mehr so viele Spiele bis zur Winterpause. Am 19. gibt es insgesamt. Und ich habe eine Erinnerung gemacht, weil sich da der FC Red Bull Salzburg gemeldet hat und gesagt, ey, ihr müsst den Ludewig mal ein bisschen spielen lassen, sonst holen wir den wieder zurück. Und da ich gerne den als Backup brauche, nehme ich ihn gerne in die Startelf mit auf. So. So, 3-1-4-2 spielen die Lübecker. Und wir gehen in unser gewohntes 4-2-3-1-System. Einzige Spitze vorne drin, natürlich Blatter, der Neuner. So, ich habe keine große Änderung drin. Weil wofür auch? Außer wie gesagt, Ludewig, der für Weiser spielt. Weil ich denke, so vorne funktioniert soweit alles. Die Defensive hält ein bisschen zu. Achimero spielt mittlerweile Stamm. So, okay. Auftakt. Wie gesagt, Spieltag immer 12. Wir wollen da hier gewinnen. Mal gucken, wie es aussieht. Und da kommen ja immer die ganzen Top-Gegner, Sandhausen und Aching und so, die uns auch so ein bisschen, ja, wo wir uns ein bisschen absetzen wollen. Aber mal gucken, wie unser Ziel muss es sein, den Aufstieg, in die zweite Liga zu holen. Und dann gucken wir mal, was heute hier in Lübeck drin ist. So, erstmal Kubilanski, der erstmal ein bisschen über die linke Seite probiert. Ach du, das war scheiße. Sollte eigentlich so eine Flanke aus dem Halbfeld werden, weil ich habe gesehen, dass der mit reinläuft, der Spieler.
Unser Stürmer, da wäre definitiv mehr drin gewesen. Ja, schlecht gemacht, definitiv. So, Krüger, jetzt kann er sich mal durchsetzen. Geht vorbei am Spieler des VfB. Nee. Die Idee war gut, aber die Umsetzung war wieder mal schlecht. Da fehlte noch ein bisschen was. Aber es kann ja alles noch werden. Jetzt Aschimero, der mal probiert immer mit der Flanke. Ne, auch der kommt nicht wirklich durch. Den kann Lübeck noch klären, so gerade. So, der Ball geht weit nach vorne und den werde ich eher kriegen, aber der braucht keine Alter herzulaufen, weil, ja, ist der Ball jetzt ausgeht. So, Kolasinac. Und Mamba, der Ball geht nicht ins Haus. Schön gelöst vom VfB, das Thema. Aber da geht Pieper mit hin und holt das Ding. So, Lukas. Neuziger vom FC Luzern, eigentlich Kapitän dort gewesen. Für 5 Millionen verpflichtet. Und jetzt war der mal gut, der war nicht im Abseits. Bisschen rausgedrückt, Platte, aber der Keeper hatte. Deswegen hat er ihn auch. Ja, ja. Ich konnte nicht Richtung Tor gehen. Da war nämlich der Abwehrspieler noch dabei, der da sagte, wenn ich dich schon nicht gestellt bekomme. Da muss einer mal so ein Auto parken. Ich finde das immer cool, diese Ansagen. Mama! Ja, ich krieg's momentan nicht so wirklich. So wirklich super durchgespielt. Jetzt haben wir mal Kobylanski, der sich um seinen Abwehrspieler, dreht. Und das heißt so. Jetzt ist es passiert. 30. Minute 0-1. So. Gut. Läuft. 30. Minute. Wilanski müsste jetzt auch doch nochmal 6 oder 7 schon gewesen sein. Ist also auch mit dabei irgendwo. Platte hat sein Tor jetzt mal gemacht nach 2 Spielen Pause. Oder unter anderem halt auch gegen die Bayern einen Elfmeter verschossen hat. Ich war doch gar nichts, Schiedsrichter. Naja. Freistoß jedenfalls für den VfB. Das wird nicht wirklich gefährlich, okay. Ah, schade, den habe ich. Hätte ich vielleicht ein bisschen anders durchspielen können. Und plötzlich steht dann 2 gegen den Abwehrspieler. Elfmeter, ja, ja, doch. Da habe ich mich absolut komplett auseinandernehmen lassen da hinten. Ist auch die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter, muss ich so anerkennen. Und Renault hat jetzt die Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Und der Abwehrspieler. Und der Spieler Abwehrspieler, ja. Und der gegnerische Spieler verzieht den Ball. Geht einfach auch den einfach mal oben drüber. Aber wieder so offen. Ja, ich war eigentlich anders geplant. Dass ich dem Spieler den Ball weggrätschen wollte. Und er den auch rechtzeitig rübergelegt hat. Und damit war es dann erledigt. Und das. Aber nicht Bujelab. Schade, der hätte den 2-0-Treffer. Ich wollte ihn eigentlich nur so ohne Probleme reinlaufen lassen. Aber der Keeper hält das Ding. Oder war der sogar in der Latte? Kann das sein? Ne, war dran. Okay. So.
So, das gibt jetzt Abstoß. 44. Minute. Kurz vor der Pause, eine Minute, zwei haben wir noch. Je nachdem, wie die Nachspielzeit angezeigt wird. Man muss sagen, es läuft doch nicht alles rund. Es sind noch viele, viele Fehler in der Defensive, wie da auch hier. Ach, du pfeifst mir noch den Angriff nicht ab. Ich habe 2 gegen 1 und du pfeifst mir den Angriff weg. So, Halbzustände, die nicht ganz unwichtig sind. Haching führt in Fair 1-0. Die bleiben also dran. Sandhausen 0-0. Die könnten wir ein bisschen abhängen. Hansa führt 1-0. Ich glaube, ich sehe jetzt gerade nicht, was da noch so mit dabei ist. Wien Wiesbaden auch nur 0-0. Also momentan sieht es eigentlich relativ gut aus. Wir führen unser Spiel auch 1-0 und das ist das erstmal das Wichtigste. Aufgabe müssen wir lösen und dann gucken wir mal, was einfach die anderen machen. Platte. Ah, man war der mal über die Außen, geht aber gerade keinen Ball in die Mitte kriegt, weil da einfach keiner stand. Mal gucken, was die Lübecker in der zweiten Halbzeit machen. Wie gesagt, 11 Meter haben sie schon verschossen. Also. Ja. Schade, ich dachte, ich krieg den irgendwie da rein, aber wir haben auch die eine oder andere Chance auf das 2-0 verpasst. Und wenn wir jetzt irgendwann das 2-0 nachlegen. Ich lasse den jetzt mal weg, weil der Schiedsrichter da gleich auf Vorteil gibt. Das würde ich vermuten sogar, dass es gelb gibt und dann steht da wieder so einer alleine. Also sagen wir es mal so, wir sind einfach zu offen dahin. Und dann steht's. Ja, Kulanski, der Torschütze sieht gelb. Okay, es wäre jetzt Pieper gewesen, der aber heute nicht so einen guten Tag habe ich. Viele, viele Stellungsfehler. Lübeck macht's gut. Für Tabellen 19 definitiv machen sie es gut. Ich dachte mir, ja, das wird ein mehr oder weniger Spaziergang, das Ding. Und dann sagt er, dann verzieht der den komplett. Der war leider vom Keeper. Aber gut, der Ball ist immer noch drin. Und jetzt haben wir ihn. So, Wechsel beim VfB natürlich. Wir haben unsere Wechseloption noch. Rick, der aber nicht hinterherkommt. Und jetzt gibt es den Konter. Alex Krüger, der ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen kann. Kann aber nicht weg. 40 am ersten geht er vorbei. Geht am zweiten mit vorbei. In der Mitte sind mehrere Optionen und die nutzt er. Und dann steht es nicht 2-0. Weil in dem Moment doch ein Abwehrspieler vom VfB aufpasst und sagt, den lässt du, den mache ich nicht rein. So, nächster Wechsel beim VfB. So, Ecke kommt und der Keeper verhindert weiterhin die Gegentore. Komm. Wir müssen jetzt mal so langsam das nächste Tor machen, weil ja ganz sicher ist das Ding hier noch nicht. Nur war 1-0. Das wäre ein Punkt. Selbst wenn es nur auswärts ist. Die spielen relativ gut, die Lübecker. Und jetzt sind einfach zu einfache die Dinger nicht zu machen. Also Chancen wären da. Aber die Tore fallen momentan nicht. Und wieder der Ballverlust. Lukas kommt nicht hinterher. Nächster Ball weg. Und dann ist es das eigentlich verdiente 1-1. Also jetzt 3 Leute stehen und macht das Ding. 75. Minute 1-1. So, hier der erste. Zack. Lukas war das. Der zweite Pieper hinterher, der absoluten schwarzen Tag erwischt. Und dann steht es auf einmal nur 1-1. Also wir haben Chancen vergeben ohne Ende. Das muss ich einfach mal so mehr ankreiden. Die Chancenverwertung ist nicht gut. So, und der Ludewig, der geht jetzt mal. Ach Mann, geht doch. Wo kannst du sagen, geht doch nur einer hin. Ludewig, ja. Der jetzt ein bisschen besser macht. Und es dürfte Elfmeter geben.
Schiedsrichter pfeift zumindest Elfmeter. Und das könnte eine Möglichkeit sein, um das Ding vielleicht sogar noch anzugehen. Um den Sieg herauszuholen. Ludwig, ja, das war ein Foul. Und damit ist es Elfmeter. Und das passt zum Tag. Es ist der zweite Elfmeter der Saison, den er verschossen hat. Und dann steht es noch 2-1 nach der anschließenden Ecke. Und wenn das jetzt Platte ist, dann hat er relativ schnell... Ja, da, tatsächlich. Er verschießt jetzt den Elfmeter. Sein zweiter Mann in dieser Saison. Und dann steht es doch noch 1-2. Und der war gar nicht so unwichtig. Diesmal konnte man nichts dran halten. 80. Minute. Und jetzt einfach mal ein bisschen wechseln. Jetzt ein bisschen in Ruhe reinkriegen, ein bisschen wechseln. Ich bringe jetzt Beams Pieper mal raus, weil der gefällt mir heute überhaupt nicht. Und Kobylanski, der tatsächlich schon gelb gesehen hat, geht jetzt auch. Und Platte, der hat seinen Dienst getan. Deswegen dieser Dreifachwechsel. Der Peter verschossen, aber quasi die anhängende Ecke eingeköpft. Also damit steht es jetzt 2-1 für uns. Die Nummer 9, Felix Platte. So, Kabula, Bosdoğan und Gnetovic sind jetzt neu in der Mannschaft. Und der war nicht. Da war doch kein Abseits. Was denn du da Abseits? Okay. Ist auch nicht alles gut. Okay, okay. Okay, dann habe ich mich vertan. Entschuldigung. Ja, das sah mir nämlich gar nicht nach Abseits aus. Passt du an jetzt? Der Joker! Und da verhindert der Keeper hier die Entscheidung nach 88 Minuten. Benjamina. Bach, der Ball kommt gut durch. Shalom, wer hat es eben schon gemacht? Nee, bitte jetzt nicht noch ein dominierendes Gegentor reinholen. Nein, nein, Renault hat. Aber jetzt noch ein Gegentor oder so. Und dann ist hier Feierabend. Ein hartes, hartes Stück Arbeit. Die Lübeck sichern uns aber zum Gott sei Dank die nächsten 3 Punkte. Und die Lübecker wissen nicht, da war mehr drin. Und das muss ich auch so akzeptieren. Sie haben gut gekämpft, sie haben gut gespielt, sie hatten durchaus ihre Chancen. Haben ein schönes Tor gemacht, nachdem er da 2-3 Mann stehen gelassen hat. Wir verschießen den Elfmeter, aber quasi im Gegenzug. Quasi nicht im Gegenzug, sondern quasi mit der anschließenden Ecke, weil der Keeper den ja gehalten hat. Macht Platte dann doch noch das 1-2 und damit holen wir uns diese 3 Punkte hier aus Lübeck mit. So. Interview aus dem Spiel, obwohl wenn am Ende, wenn man so die Chancen sieht, war es verdient. Und aber für mich, ich bin für Lübeck war tatsächlich mehr drin, weil sie einige oder andere Chance haben sie dann tatsächlich doch liegen lassen. Ich weiß noch, wo der Stürmer auf das Tor zulaufen wollte. Nach dem Schlusspfiff zu uns und den Ball dann doch kläglich vergeben hat. Naja, okay, Interview, ja, Siegesserie konnten wir da ausbauen, aber heute muss man sagen, es war eine schöne Arbeit. Und das war heute definitiv ein Verdienst der Mannschaft. Die hat es heute ein bisschen gemacht. Ja. Das muss man einfach mal so sagen. Wir haben einfach nicht vergessen nachzulegen. So.
danke Ihnen für das Gespräch. Gut, dann machen wir jetzt Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's tatsächlich zum Pokal nach Berlin. Ein Bundesligist fordert uns, ich wundere mich, warum wir jetzt nicht zu Hause spielen, aber wir müssen tatsächlich auswärts ran. Und da wollen wir tatsächlich die Überraschung schaffen und in die dritte Runde einziehen. Keiner erwartet, dass wir heute da hoch gewinnen, aber mal schauen, was drin ist letztendlich. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei sein würdet bei Let's Play FIFA 21.